Unsere sieht voll geil aus, oder? Nö. Wie nö? Ich geb dir gleich nö. Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es die Pizza-Challenge für euch geben. Und zwar habe ich hier meine Jungs dabei. Wir wurden herausgefordert von der lieben Tilly und von der Lea vom Kanal Oh Gott, diese Familie. Und um was es jetzt ganz genau geht, erkläre ich euch. Wir haben hier den Laptop. Wir schauen uns jetzt gleich deren Challenge an, die sie uns stellen. Ich hole euch aber mal ein bisschen näher. Ich glaube, ihr seid nicht ganz schön weit weg. Und dann erkläre ich euch, um was es geht. Los geht's. Viel Spaß mit diesem Video. Und zwar schauen wir uns jetzt an, was die beiden uns geschickt haben, was wir jetzt für eine Challenge machen müssen, was die Pizza betrifft eben. Ich bin sehr gespannt. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, ich verlinke euch natürlich unten in der Infobox, ist ja klar. Ich kenne die beiden privat, natürlich auch die Nina und ja, den Ehemann. Eine ganz, ganz zauberhafte Familie, also wie gesagt, schaut vorbei und ihr müsst unbedingt vorbeischauen, denn wir haben natürlich auch eine Aufgabe, ne? Für die Nina und für den Ehemann, für die Tilly und für die Lea. Also gut, Max, da kommt übrigens auch gleich. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was wir überhaupt für eine Pizza machen müssen. Los geht's! Hallo liebe Heidi, hallo liebe Jungs! Hallo! Wir freuen uns total. Wir sind Tilly und Lea vom Kanal Oh Gott, diese Familie. Und wir dürfen euch heute die Pizza-Challenge stellen. Eure Aufgabe wird es sein, eine Ferrari-Pizza zu machen. Ja. Wie ihr das macht, welche Zutaten ihr benutzt, wie sie aussieht, ob sie dreieckig, viereckig, rund oder oval ist, das ist euch überlassen. Hauptsache, es ist am Ende eine Ferrari-Pizza. Ja. Wir sind total gespannt auf euer Ergebnis und natürlich auch auf die Aufgabe, die ihr uns stellen werdet, die dann bei uns auf dem Kanal zu sehen ist. Wir freuen uns ganz doll. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht gleich bei uns auf dem Kanal wieder. Fühlt Macht's euch gut. Gedrückt. Genau, fühlt euch gedrückt und bis dann. Tschüss. Tschüss. Also gut, ihr habt's gehört. Wir müssen eine Ferrari-Pizza machen. Hm. Krass. Habt ihr schon irgendeine Idee? Hm. Vielleicht machen wir das Logo. Das Logo? Ja. Dieses Pferd? Ja. Okay, das ist eine super Idee. Aber ich würde sagen, wir spielen jetzt einen kleinen Joker aus, den wir haben. Und zwar würde ich sagen, fahren wir jetzt zum Ogetani. Okay. Den Joker, den musste ich jetzt spielen. Ne? Mein Bruder, der hat ja eine Pizzeria. Das ist hier aber zum Mitnehmen, egal. Und jeder, der mir schon länger folgt, weiß, dass das hier der Bruder ist. Voll übertrieben, ne? Aber ja, das ist ein kleiner Insider. Also, wir waren fleißig, haben schon was vorbereitet und jetzt legen wir los, ne? Ja. Ja. Und der Max, der macht seine eigene, hat er entschieden. Der will bei uns nicht mitmachen. Ja. Und da ist er, der Pizzateig. Lecker! Hände sind gewaschen? Ja. Jetzt legen wir aber wirklich los. Magic. Wir haben jetzt hier schon das Logo mit dem Pizzateig gemacht. Und der Luki verteilt jetzt die Tomatensauce. Ja. Max, wann kümmerst du dich um deine eigene Pizza? Die kommt noch. Lassie macht gerade Käse drauf. Lecker Käse. Kannst ruhig mehr nehmen, Schatz. Echt? Halt's drauf. Lecker Käse. Mmh. Mozzarella brauchen wir dann später auch noch, ne? Viel hier oben. Und der Max, der macht irgendwie gar nichts. Ich mach mal eine Pizza. Ja, dann geh, mach jetzt deine Pizza. Der Max schaut sich die ganze Zeit unsere Sachen ab. Nö. Doch. Wehe, der gewinnt. Wir wollen gewinnen. Also Max, das mit dem Pizzabäcker werden, ne? Das wird nix, oder? Wir sind mein Neffe gerade zu Max, ne? Komm, geh weg. Sieht gut aus. Ich glaube, wenn es der Giuliano macht, dann sind wir schneller fertig, ne? Aber es ist ja deine Challenge, ja, Max. Richtig. Unsere sieht am besten aus. Nicht so wie deine. So, okay, Oliven sind fertig. Lukito, magst du drauf machen? Ja. Okay. Also die Idee hatten meine Jungs. Wir haben das Pferd einfach ausgedruckt und als Schablone jetzt hier draufgelegt. Und jetzt nehmen wir Oliven, weil das Pferd ist ja schwarz. Ne? Also, go, Luki. Und der Max lacht sich da hinten irgendwie total kaputt. Ich weiß nicht, warum. Sieht gut aus. Max hat gesagt, ich soll das so schon in den Ofen tun. Ich helfe dir ein bisschen, Luki, okay? Einfach hier in die Mitte rein. Und die Schablone, die hebt man ja dann hoch und dann hast du das Pferd. Hoffentlich klappt das. Okay, wir müssen jetzt die Schablone abmachen und die Jungs hier verarschen mich schon die ganze Zeit, also der Giuliano, mein Neffe und der Max, die sagen, dass das wahrscheinlich richtig scheiße aussehen wird. Wir werden es sehen, der Luki zieht's ab. Ja. Also, go. Okay. Sieht scheiße aus.
könnte Rallosaurus sein. Er hat einen Klumpfuß. Komm, wir bessern das jetzt noch ein bisschen aus. Max, tu deine Finger weg. Du darfst nicht mitmachen bei uns. Nö. Okay, unsere Pizza ist fertig. Und mein Neffe packt sie jetzt in den Ofen. Das sieht schön aus. Und der Max hat auch eine Geschichte zu dieser Pizza, ne? Ja. Übrigens. Oh mein Gott. Was ist denn das für eine Monsterschaufel? Ich begrabe Leute damit. Okay, die Pizza muss jetzt nochmal in den Ofen, weil die hier unten noch nicht ganz fertig ist. Also, das Ergebnis kam gerade aus dem Ofen. So sieht es aus. Lucky, Lissandro und Mama. Und die hat der Max gemacht. Mhm. Und ich würde sagen, der Max ist ganz knapp am Thema vorbei. Ich bin voll drin im Thema. Ja, wieso? Ja, das Thema war Ferrari. Ferrari ist geil, also habe ich eine geile Pizza gemacht. Also gut, okay, geht so durch, Schatz, geht so durch. Also, dann schneiden wir sie jetzt mal an und lassen sie uns schmecken. Mal gucken, welche besser schmeckt. Also nicht immer schneiden kann er die Pizza. Schmeckt's euch? Ja. Ja? Okay, also, Outro. Achso, ich sehe mich ja gar nicht. Ich bin so ein Opfer. Ja, Max, wenn du mir auch ein bisschen Platz lässt? Stimmt. Hast du mal auf Ball? Nein, denke ich. Ich habe auch gerade gedacht. Also gut, da ist sie, unsere Ferrari-Pizza. Wir halten sie so über den Max, weil der Max hat die Challenge nicht bestanden. Doch. Nein. Doch. Also gut, das war es soweit von unserem Video. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Die Jungs essen auch gerade schon fleißig. Die wollten wir jetzt noch nicht anschneiden. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat mit unserer Pizza-Challenge. Mhm. Wie gesagt, der Max hat Note 6. Nein. Doch. Und 6 plus. Genau. Liebe Tilly, liebe Lea, Nina, Ehemann und Batman, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei eurer Challenge. Wir sind sehr gespannt, freuen uns riesig auf dieses Video und jetzt lassen wir es uns aber wirklich schmecken, würde ich sagen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Guck mal, das ist doch eine geile Gitarre, oder? Sehr geil. Ich will mal ein bisschen am Eis zu. Oh, gut. Mein Hund. Oh, Mann. Alter, was erzählt ihr? Das ist Capri. Nein, Mann, das ist offenbar. Digga, offenbar. Ey, eigentlich könnte ich aber meinem Bruder mal ein Bild schicken von der Pizza, oder? Ja, von den Pizzen, die da sind. Oh Gott, da kriegt die Krise. Genau. Giovanni? Guck mal jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich meine, die Mozzarella sieht man halt gar nicht, ne? So oben das Weiße. Das ist nicht weiß, das ist auch sauer. Das war zu erwarten.